Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Zehbären. Heute gibt es wieder eine Do-It-Yourself-Folge und zwar ist das eher so eine Art Update zu der Folge mit dem Industriekleber. Ihr erinnert euch vielleicht, da habe ich diesen Heck, unter anderem diesen Heckfenner hier geklebt. War auch begeistert von dem Ergebnis, weil das Ding hat, konnte ich drehen und brechen, wie ich wollte, gehalten, wie nichts gut ist. Und hatte versprochen, wenn es was Berichtenswertes über die Langzeithaltbarkeit gibt, dann werde ich das in die Videobeschreibung mit reinschreiben. Das Ergebnis ist ein bisschen diffiziler und da reicht also ein einfacher Satz jetzt in der Videobeschreibung nicht raus. Und ich nehme es vorweg, es hat nicht gehalten. Ich zeige euch gleich auch im Ergebnis. Nach 700 Kilometern kamen also schon die ersten Risse. Ich habe das dann nachgeklebt mit so einer dicken, fetten Wulst. Die zeige ich euch auch gleich nochmal. Und jetzt nach 2000 Kilometern oder etwas mehr als 2000 Kilometern haben wir wieder den richtig schönen langen Riss. In dieser Folge geht es aber jetzt nicht mehr um den Industriekleber, keine Angst und keine Bange. Es gibt jetzt ein alternatives Klebemethode, nämlich das Kunststoffschweißen. Dazu habe ich mir extra so ein Kunststoffschweißgerät besorgt. Das sieht aus wie Lötkolben, nur den Unterschied, dass der eine andere Spitze hat und regelbar ist von der Hitze her. Und versuche hier mit dem Patienten zu retten, bevor der dann doch endgültig entsorgt wird, wenn das denn nämlich auch nicht hält. Ja, ich würde sagen, gar nicht groß lange fackeln. Einleitung durch und dann geht's los. Das ist jetzt die Oberseite. Man sieht da vielleicht ein bisschen wenig, nur wenn ich da ganz nah rangehe. So. Ich drücke den mal auseinander und man sieht jetzt doch den Riss. Ne? Eine schöne Lackierung ist hinüber. Nichtsdestotrotz, ich zeige euch das jetzt mal auf der anderen Seite. Ich blende mal gerade ein Bild an, wie es vorher aussah. Vor den ersten 700 Kilometern habe ich das ja ziemlich plan gehabt. Und jetzt ist hier die dicke, fette Wulst drin. Dieses Plane hat also wirklich nicht lange gehalten. Und ich habe mir gedacht, naja, dann klebst du jetzt hier richtig schön mit so einer Wulst drüber. Und wenn die Wulst drüber ist, dann kann das nicht mehr auseinanderbrechen. Jetzt zeige ich euch mal, dass das sehr wohl auseinanderbrechen kann. Da ist nämlich wirklich komplett der Industriekleber mit durchgebrochen. Der hat das nicht gehalten. Interessant war auch die Geschichte, dass hier auch ein Riss aufgetreten ist. Der war vorher gar nicht drin. Der hat witzigerweise gehalten mit dem Industriekleber. Also da ist jetzt nichts aufgetreten, aber anscheinend scheint hier genau am Ansatz hier, wo das hier dieser Fender hochgeht, doch sehr starke Bewegung in dem Material drin zu sein, sodass hier wirklich gebrochen, dass es hier definitiv bricht. Um das jetzt zu kitten, muss ich hier erstmal wieder den Industriekleber entfernen, abschmirgeln, abhobeln. Und dann habe ich hier so ein nennt sich Reparatur-Kit oder Reparatursatz. Das besteht aus einmal so einem Bewährungsnetz. Das muss ich mir zurechtschneiden. Da kommen wir aber gleich zu. Und hier einmal so einen Kunststoff. Der wird dann auch drauf gebügelt sozusagen oder geschweißt. Und hier wird einfach dann ABS-Kunststoff nochmal hinzugefügt. Ob das hält, das wird spannend. So, los geht's wieder mit dem Abschleifen. Nach dem Abschleifen der Wulst sieht man jetzt hier genau diese V-förmige Nut, die ich hier ausgefräst hatte in dem Video mit dem Industriekleber. Da hatte ich ja mit diesem Fräsaufsatz hier das alles ein bisschen vergrößert. Da komme ich jetzt natürlich mit dem dicken Ding hier nicht rein. Das muss ich natürlich auch wieder abfräsen. Das muss alles weg. Das ist jetzt das Ergebnis.
Und jetzt geht es eigentlich um das Kunststoffschweißen. Ich werde das jetzt noch gleich ein bisschen glatt machen mit einem normalen Schleifpapier. Ich möchte aber kurz für die Vorgehensweise rübergehen. Ich habe ja jetzt hier verschiedene, nehmen wir das hier mal weg, damit man das besser sieht, verschiedene Arten von Ersatzkunststoff. Einmal so ein plattes Ding, das werde ich zum Schluss benutzen, dann zwei weniger kleine und hier so ziemlich dünne. Mit den dünnen werde ich jetzt erstmal hier diese Nut, diese ausgefräste, wieder auffüllen. Dann kommt das Bewehrungsnetz darüber. Das werde ich mir zurechtschneiden und dann hier oben drüber legen. Jetzt gucke ich mir mal hier die Bedienungsanleitung an, wo ich das gekauft habe. Und da steht drin, dass zum Auflegen des Bewehrungsnetzes normalerweise hier 1 bis 2 mm abgehobelt werden soll, ausgeschliffen werden soll. Dort soll das Bewehrungsnetz hineingelegt werden und erst dann zum Schluss soll hier das Breite aufgeschweißt werden. So, behalten wir uns nochmal im Kopf, 1 bis 2 mm ausfräsen. Kennt ihr das? Na komm her. Das wird dünn. Also das schenke ich mir. Wir haben hier nur 2 mm. Das ist ja genau das Problem eigentlich an diesem Werkstück, dass das so dünn ist. Ich denke mal, wenn wir hier einen halben Zentimeter oder mehr gehabt haben, hätte das vielleicht auch mit dem Industriekleber schon gehalten. Das Problem ist eben, dass das alles immer nur so eine oberflächliche Behandlung ist und nicht wirklich in die Tiefe reingehen kann. Und das ist genau das Problem hier auch. Also, ich werde das jetzt hier nochmal anschleifen. Dann werde ich das hier auffüllen mit dem dünnen Dingern hier. Bewehrungsnetz drauf, einschweißen, dann das dicke hier drauf. Das ist jetzt die geplante Vorgehensweise. Wenn ich jetzt mir die Bedienungsanleitung angucke, dann haben wir hier ABS, das ist ABS, Schweißkolben, das ist ein Schweißkolben, das ist nicht Heißluft und kein Extruder, 255 bis 285 Grad. Das heißt, wir haben hier eine Range von 30 Grad, nehmen wir die Hälfte, treffen uns in der Mitte, dann sind das 270 Grad, die ich jetzt mal hier versuche. Nehmen wir einen Schweißkolben, da steht 200 Grad. So. Dann dürften das jetzt hier knapp 270 Grad sein. Ich bin gespannt. Ich bin so ein Lötlegastheniker. Ob das jetzt mit Kunststoff besser bei mir funktioniert, da bin ich jetzt gleich mal gespannt. Bisschen kurzes Kabel, das ist gerade mal 1 Meter lang. Das ist also die Sparversion hier. Obwohl das Ding hier ganz schön teuer ist. Also ich habe jetzt hier 35, 36 Euro plus Versand bezahlt. Ich finde das ziemlich heftig. Wer einen regelbaren Lötkolben zu Hause hat, hier eine Temperaturregelbar, der braucht auch nur die Spitze hier oben kaufen. Die kostet nur 15 Euro. Ich hatte leider keinen. Ich habe nur diesen Standard Hauslötkolben. Und naja, also ich finde das Ding ziemlich teuer. Naja gut, wollen wir gucken. Vielleicht überzeugt mich ja das Ergebnis. Was mir jetzt so ein bisschen Kopfzerbrechen macht, ist hier, dass wir genau auf so einer Kante arbeiten. Ist es nicht mal das Problem, dass wir hier so eine Wölbung haben, sondern dass wir auch mit dem Lötkolben ja auch irgendwie hier arbeiten müssen und hier langziehen müssen. Naja Gott, ebene Fläche wäre einfach, wollen wir ja nicht so haben, wir wollen es ja schwierig. Ja, dann schießen wir mal los. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seht was. Schmelzen tut's zwar. Die Frage ist, ob es auch hält. Das sieht nämlich nicht so aus.
Die Kunst ist wie beim Löten immer so lange draufhalten, bis es schmilzt, aber noch nicht hier gegen überliegenden Seiten schmilzen. Also im richtigen Moment wegziehen. Zum Glück muss es nicht schön sein auf der Seite, sondern nur praktisch. Also hier muss ich noch ein bisschen Material auffüllen, so wie das aussieht. Da war ja schon beim Industriekleber ein großes Loch. Ja, und jetzt kommen diese blöden Rundungen, vor denen ich mich so ein bisschen gefürchtet habe. Und die fliegen. So. Das ist jetzt schon mal Punkt 1. Also ein bisschen Zug kann ich da schon drauf geben, ohne dass es jetzt auseinander bricht. Wollen wir mal das Bewehrungsnetz jetzt irgendwie hier versuchen einzuschweißen. So, dann gucken wir mal, ob das bis da unten hin geht. Okay. Ganz normal mit der Schere, das ist ziemlich dünner Draht oder Gaze oder Gase, wie auch immer das man bezeichnen will. Und dann ruhig ein bisschen großzügiger als die Fläche selber. Wie heißt das jetzt eigentlich, Gaze oder Gase? Also ich kenne es nur unter Gaze. Wenn es einer weiß, wie es richtig heißt, kann es ja mal kurz posten. So. Ich glaube, das ist sogar schon ein Ticken zu groß. Aber nun gut. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie Vater sich das denkt. Im Endeffekt muss es ja erstmal nur gepunktet werden oder geheftet werden. Oh, das geht aber. So, und jetzt im Video haben die das gezeigt, dass die da ganz langsam rübergegangen sind. Dann machen wir das jetzt auch mal. Mit ein bisschen Druck. Ja. Blöd ist nur, wenn ich jetzt über den Industriekleber rüberkomme an der Ecke. Dann wird das natürlich nicht halten. Hier sieht man, dass es an der Stelle, dass sich das jetzt so ein bisschen einschweißt. Problem ist halt, dass das jetzt keine gerade ebene Oberfläche ist. Das wäre natürlich schön. Dann hätte ich jetzt nicht das Problem, dass diese Spitze von dem Lötkolben nicht alle Stellen erreicht. Man sieht das jetzt hier so schön, habe ich jetzt hier und hier eingedrückt, aber in der Mitte will er nicht so richtig. Da muss ich ein bisschen schief halten. Also vom Prinzip her finde ich das ja eine keine schlechte Idee. Müsst ihr halten. Damit repariert man ja unter anderem Stoßstangen bei Autos und solche Geschichten. Naja, wollen wir mal gucken. Verarbeiten lässt sich das ja wirklich gut. Was heißt gut? Es ist einfach zu handhaben, man muss jetzt nicht fünf Hände haben,
Man muss jetzt nur irgendwie, also wenn es eine gerade Oberfläche wäre, wäre das echt einfacher. Ich glaube, ich mache den mal ein bisschen heißer. So, das Bewährungsnetz ist jetzt hier so eingeschweißt, eingedrückt sozusagen, bis auf die, Entschuldigung, bis auf die Teile hier, wo der Industriekleber noch ist. Das ist ein bisschen hitzeunempfindlicher, das Zeug. Aber überall sonst ist es jetzt fest. Und jetzt kommt natürlich hier noch eine, das reicht natürlich nicht, auch wenn ich jetzt schon hier wackeln kann. Und jetzt muss hier noch eine Lage Kunststoff oben drüber, sehr breitflächig. Mal gucken, ob das danach das Ziel erbracht hat. Blöd ist jetzt auch hier, dass es ziemlich hart ist und ich hier eigentlich was Weiches brauche. Ich muss schon überlegen, ob ich ja, da oben noch lieber noch was. Ja, fangen wir mal so an. Ist das jetzt eine Kippelei hier? Mal gucken. Man muss es ja so erwärmen, dass es nicht nur klebt, sondern dass es sich auch noch formen lässt, nämlich auch mal um die Ecke herum. Und das ist das Problem gerade hier. Dann fangen wir mal so an. Das ist ja ein Geduldsspiel. Man darf da echt nicht zu schnell rüberziehen, sonst passiert hier nämlich gar nichts. Also ich hätte mir das jetzt ein bisschen einfacher und schneller vorgestellt. Das Problem ist, dass es so dick ist, dass ich gar nicht um die Ecke gebogen kriege. Man braucht also ein bisschen Übung und Geduld. Ich muss also hier eine Stelle erhitzen, nehme ich jetzt mal die hier. Und dann das Erhitzte ein bisschen nach außen drücken, damit ich auch einigermaßen glatten Übergang kriege und sich das dann auch mit dem restlichen Kunststoff, mit dem restlichen ABS des Fenders verbindet. Das ist eine ziemlich geduldige Angelegenheit. Also erhitzen, dann das Erhitzte so ein bisschen nach außen drücken. Und dann wird natürlich die Mitte auch ein bisschen dünner und immer mehr möglich, das auch dann zu biegen. Also einfach ist das nicht, zumindest nicht, wenn das nicht glatte, ebene Oberflächen sind. Naja, please hold the line. So, das ist jetzt das Ergebnis. Das hat jetzt ganz schön lange gedauert, also gefühlte Stunde, eineinhalb Stunden, war wahrscheinlich nur eine Dreiviertelstunde, weil das ziemlich mühsam war, das hier alles zu erhitzen und dann zu verteilen. Besonders diese Kante hier, die war besonders schwer. Man musste ja diesen Stab hier einmal umbiegen und bis man den umgebogen hat, das hat ziemlich lange gebraucht. Und dann das hier alles ordentlich so gleichmäßig zu verteilen, dass sich das auch mit dem Untergrund verschweißt oder ja, verklebt. Und dann hier oben die Ecke nochmal zusätzlich mit dem dünnen Stab nochmal Material aufgetragen. Das war schon ziemlich mühsam. Jetzt den Effekt, den ich jetzt hier mache, ja, hält super, klasse, den hatte ich auch schon beim Industriekleber. Und in der Hinsicht werde ich den jetzt hier erstmal wieder einbauen im Motorrad, 7 bis 2000 Kilometer fahren und dann gucken, was dabei rausgekommen ist. Für euch ist das gleich, für mich eineinhalb Monate. Ja, ich bin jetzt ungefähr 1200, 1300 Kilometer gefahren und ich möchte euch gerne mal zeigen, das Ergebnis des Kunststoffschweißens, wie gut hat das jetzt gehalten. Ich gehe jetzt hier mal näher ran, das ist jetzt finale Finish. Hier sieht man also keine Risse oder keinen Riss mehr. Und das hat also wirklich wunderbar gehalten. Dieses Bewährungsnetz hat es also wirklich gebracht. Dass jetzt hier so ein Aufkleber drauf ist, ist einfach dem geschuldet, weil ich mir so ein bisschen die Oberfläche verhunzt habe hier vorne. Man sieht so ein bisschen. Oder ich hoffe, man sieht es. Das lag ganz einfach daran, dass ich, nachdem ich das Ding umgedreht habe, gesehen habe, dass ich von oben auch nochmal nachschweißen musste. Und habe mir mit dem Lötkolben halt, ich habe ja gesagt, ich bin Lötlegastheniker, so ein bisschen die Oberfläche verhunzt.
Und ich wollte mir jetzt nicht, ich habe das zwar als abgeschliffen, aber ich wollte mir jetzt nicht nochmal Spachtel holen, weil langsam, sag ich mal, ist diese Fender-Geschichte so langwierig, dass jetzt langsam der Materialwert, den ich da reingesteckt habe, den Neuwert hier bald erreicht. Und deswegen habe ich mir jetzt gesagt, jetzt lackierst das jetzt einfach über und kaschierst das so ein bisschen mit dem Aufkleber. Liebe Leute, es ist ja auch nicht wichtig, wie ich es hingekriegt habe, wie ich das Döspaddel jetzt so fertig gemacht habe. Wichtig ist ja, dass der Riss hier dementsprechend gehalten hat. Und das ist ja das, was ich zeigen wollte. Kommen wir mal zum Fazit, zum Abschließenden. Und da gibt es zwei Betrachtungsweisen. Punkt 1 ist der pragmatische Teil, sprich wie gut hält es. Und da muss ich ganz deutlich dieses Kunststoffschweißen loben, weil sie durch das Bewährungsnetz, was da angebracht wird, den riesengroßen Vorteil mitbringt, dass das Kunststoffschweißen hier die beiden Hälften permanent miteinander verbindet, im Gegensatz zu anderen Klebeversuchen, wo jeder Kleber gerade hier, wo dieser mechanische hohe Belastung stattfindet, durchbricht. Das ist ja beim Zweikomponentenkleber so gewesen, und das ist beim Industriekleber so gewesen. Also hält wunderbar aufgrund dieses Bewährungsnetzes. Jetzt kommen wir zu der zweiten Betrachtungsweise, das ist die kosmetische Betrachtungsweise. Wir haben hier aber im Gegensatz zum Industriekleber oder zu jeglichen anderen Kleber einen hohen Nachbearbeitungsaufwand und kosmetischer, Betrachtungsweise. Das heißt, ich muss die Oberflächen einarbeiten, nachschleifen, einarbeiten, nachschleifen, einarbeiten, nachschleifen. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier einmal mit dem Lötkolben, der ja eine sehr, sehr kleine Aufstandsfläche hat, hier einmal rüberziehe und dann ist das ein gerader Strich und die glatte Oberfläche, und dem ist eben nicht so. Der Nachteil an diesem Lötkolben ist, dass er eben eine sehr, sehr kleine Aufstandsfläche hat und damit nur sehr, sehr wenig Material erhitzt. Ich hätte also wahrscheinlich auch auf der Rückseite mit einem Heißluftföhn vorarbeiten müssen, und das wollte ich aber nicht, weil das Material hier bei dem Werkstück so und so schon so dünn ist. Aber das hätte wahrscheinlich bei dickwandigeren Materialien oder Werkstücken erheblich mehr Zeit gespart und wahrscheinlich das Ganze auch ein bisschen sauberer verarbeitet, wenn ich da mit einem Heißluftföhn diesen ABS-Stab vorgehitzt hätte oder vorerhitzt hätte. Und auch diese Verarbeitung in mehrere Richtungen. Ich stelle mir mal gerade vor, so Autotuner-Fraktionen, Stoßstange irgendwie was ein Loch zu machen. Und Stoßstange hat ja meistens so ein Profil, die sind ja nicht so gerade. Und dann noch wahrscheinlich um die Ecke, das wird ein Riesenaufwand. Also hier ein Werkstück zu reparieren, was dann über mehrere, sag ich jetzt mal, Diagonalen verläuft, beziehungsweise in mehreren Dimensionen verläuft. Das wird schon ein bisschen tricky. Das wird mit Lötkolben, den ich da oben versteckt habe, jetzt nicht funktionieren, nicht alleinig funktionieren oder nur wirklich mit sehr, sehr hohem kosmetischen Nacharbeitungsaufwand. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, ich habe euch wieder ein bisschen was gezeigt, womit man beim Motorrad alles mitarbeiten kann oder beim Kunststoff mitarbeiten kann. Fazit also nochmal kurz: hat gehalten, aber erhöhter kosmetischer Nachbearbeitungsaufwand. Ja, bedanke mich für immer fürs Zuschauen. Ja, wünsche an dieser Stelle wie immer: bleibt gesund, alles Gute, die Linke zum Gruße.